Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Trine 2. Und ja. Wir sind jetzt hier leider an der Stelle runtergefallen. Aber können zurück an der Stelle wieder hoch. Hm? Und hier mal die Fässer in die Luft jagen, die gleich explodieren werden, nehme ich mal an. Mache ich damit die... Der Schalter macht gar nichts. Es klingt, als ob die Zahnräder festsitzen würden. Oh, tun sie auch. Na komm, du musst dich auch noch mit mir anlegen. Kannst du gerne haben. So, jetzt sitzen die Zahnräder aber frei. Oh, da oben ist noch was. Da stapeln wir mal wieder Kisten. Und da wir jetzt Explosionspfeile haben, können wir auf die... den Hammerwurf verzichten. So. Sehr gut. Hier speichern und Schalter umlegen. Und ich denke mal, damit sind wir jetzt im Schloss, oder? Und haben wieder was zu lesen. Die Geburtstagsfeierlichkeiten waren pompös. Leider wurde sie von Prinzessin Rosabelle gestört. Sie fühlte sich bei den Geschenken benachteiligt. Prinzessin Isabelle bekam ein goldenes Kleid, ein Diamantendiadem und Seidenhandschuhe. Prinzessin Rosabelle bekam ein silbernes Kleid, eine Mondsteinhalskette und Spitzenhandschuhe. Super. Also fühlt sich Rosabelle, die wir in dem Baumhaus getroffen haben, etwas benachteiligt gegenüber ihrer Schwester. Oh, das hier ist wieder mal ein schöner Ort. Eine schöne Falle. Und ein verwitterter Ort. Und es gibt Erfahrungsbiol zum Freimachen. Und wir können ein paar Kisten aufstellen, dass uns die Schießer in Ruhe lassen. So, so kommt man hier nämlich auch gut durch. Und ja, die Entwickler mussten das schöne Bild wieder ganz trübe machen, indem sie hier jetzt den Regen und das Verwitterte eingebaut haben. Oh, mal wieder so eine Krabbe. Die können wir leider nicht als Strombretter benutzen. Wenn wir sie... Wir können sie mit Kisten beschweren. Hm. Und man sieht, wie unser Magier vor lauter Sturm den Kopf einzieht. Na, die haben was gegen meine Kisten, scheint mir. So. Da ist unser Freund der Krake. Mal wieder. Ah, bleiben wir lieber unter Wasser. Hier sieht es schöner aus. Und wir haben wieder einen Fähigkeitspunkt freigeschalten. Das Fass sieht so aus, als ob man es braucht. Deswegen nehmen wir es einfach mal mit hoch. Wo sind wir? Wir sind... unter dem Fass. So, hier hochspringen müssen wir wahrscheinlich. Dann hier hoch. Und dann kommen wir hier noch an die Erfahrung. Wusstet ihr, dass eine Krake drei Herzen hat? Hey, genau wie wir. Okay, neue Hintergrundinformation. Eine Krake hat drei Herzen. Und da wir zu dritt sind, haben wir auch drei Herzen. Volle Logik von unserem Ritter Pontius.
da. Und hoch da. Danke, Herr Krake. Ja, Riesenkrake, Riesenschnecken. Böse Aale. Und jetzt hier hoch. Ach so, hier. Hoch und hier rüber. Das Gebiet scheint doch noch etwas weitläufiger zu sein. Seht mal, das ist Lady Rosabel. Nun gut, sie hat also nicht gelogen, was das mit der Königin angeht. So ja, eine edle Dame wie sie würde nie lügen. Aha. Aber irgendwas... Es ist mal was los. Ist nicht die ganze Zeit schon was los? Oh, da ist schon wieder so ein Schildträger. Wow. Bin ich völlig viel hier raus. Ja, schlagt euch gegenseitig. Hier ist zum Glück das Wiederbelebungsding. Das wird mit dem Camper-Gegner zu viel. Hier, fest geballte Explosionsladung. Du kannst mal die Kiste fressen. Oder auch nicht. Geh weg. Ja. Ja. Lass mich in Ruhe, ich will nicht sterben. Bist du nur tot? Nein, du bist immer noch nicht tot. Jetzt bist du tot. Hartnäckiges Vieh. Okay, hier ist nichts drunter. Ich dachte, er hätte schwören können, dass da was wäre. Aber nö. Mann, wie riesig dieses Schlosslevel hier jetzt ist. Gut, hier müssen wir hoch. Ja. Da unten gibt's was zu die Luft jagen. Also drehen wir das Ding mal hier um. So können wir nämlich hier das Fass anzünden und es hier runterbringen. Dazu. Neues Fass, bitte. Neues Glück. So. Jetzt aber. Sehr schön. Oh, das war wieder so eine Wasserluke. Hä? Ist da was drin? Nein. Aber wir sind gleich tot. Dann werde ich aufpassen. Hier ist auf jeden Fall wieder Wasser. Na, so wollte ich das eigentlich nicht. Jetzt holt mich das Ding hier. Komm, bleib unten. So.
Nein, das war falsch. Aber ich will jetzt erst einmal die Erfahrung hier ran. Deswegen baue ich mir erstmal wieder einen Turm. So, das dürfte reichen. Nur wie ich an die Erfahrung rankommen soll, das ist mir ein Rätsel. Das hier bringt nämlich nichts. Na gut, dann bleibt die Erfahrung eben da oben. Gucken wir lieber, dass wir hier mal weiterkommen. Eine Brücke wollte ich keine. Sondern hier eine Kiste. Und hier eine Kiste. Na, das mit der Kiste hier klappt nicht so richtig. Das ist, hat aber geklappt. Ah, und so wären wir auch an die Erfahrung da gekommen. Ja, super. Ah, aber an die Erfahrung da oben kommen wir auch wieder nicht. Dafür haben wir hier unten schon den Kistenfriedhof. Na gut. Wir haben eh schon so viel Erfahrung verpasst, dass das eine da uns auch nicht trauriger macht. Ihr wagt es, in meine Höhle zu kommen? Zerschmettert sie! Okay, Kampf gegen... Nutzlose Lakaien, ihr Menschen! Stellt euch der Macht des Koboldkönigs! Verlasst diese Schloss oder stellt euch meinem Hammer. Ja, du Kröte, jetzt stirbt ihr. Oh, der ist ja mal übel gelaunt. Da brennt. Wow. Also der hat wirklich eine üble Laune. Ja, das war's mit unseren Helden. Letzter Checkpoint. Dann dürfen wir das Ganze nochmal machen. So. Okay, der ist wirklich übel gelaunt. Der schlägt seine eigenen Leute kurz und klein. So, Kobold für die Tod. Na, kein Tod. Endlich, Schätze. Ich werde diese Krone behalten, wenn es euch nichts ausmacht. Hurra! Wir haben die Hallen für Ihre Majestät gesäubert. Und unser eigenes Königreich wird bald wieder sicher sein. Sollen wir zum Haus zurückgehen? Nicht so schnell. Ich möchte mich zuerst umsehen. Vielleicht finden wir diesen königlichen Schatz, den Rosabelle erwähnt hat. Oh, müssen wir? Was passiert da jetzt? Es geht nur eine Luke auf. Okay. Dann geht's da wohl weiter. Was, noch ein Save Point? Seht, das ist Isabel. Da steht ihr Name drauf. Ja, Rosabels Schwester. Die, die früher das Portalmedaillon hatte. Ja. Wo ist sie denn jetzt?
Liebe Isabel, Glückwunsch zum 18. und dazu, dass du nun Kronprinzessin und Thronerbin bist. Ich habe zur Feier eine Überraschung im Keller vorbereitet. Es muss unser Geheimnis bleiben. Geh durch den Waschraum und triff mich dort. Rosabelle. Okay, das klingt nicht gut. Der Twine. Das Seelenartefakt. Eine große Macht. Ich könnte dich mit ihm zurückbringen und das Königreich wiederherstellen. Okay, der Twine hat uns gerade den Weg frei gemacht. Kommt schon, folgen wir ihm. Wow. Nach dem Kampf gegen den Koboldkönig durchsuchten die Helden das Schloss. Sie fanden seltsame Hinweise auf eine weitere Prinzessin. Anscheinend hatten sich Isabel und Rosabelle einst sehr nahe gestanden. Aber was ist ihnen zugestoßen? Obwohl Amadeus es nicht wollte, führte Zoya sie zu den Kellern, um die Geheimnisse zu ergründen, die im Dunkel verborgen lagen. Wir strahlen nichts Gutes. Wir sehen uns hier nur schnell um und gehen dann wieder nach oben, ja? Wir strahlen irgendwie nichts Gutes über Isabels Schicksal, aber das werden wir dann wohl in der nächsten Folge erst herausfinden müssen. Denn ich mache hier jetzt wieder einen Cut. Bis dann.